Das ist halt wie wenn ich einen Dacia mit einem Mercedes vergleiche. Das geht einfach nicht. Ne? So, und wir sagen jetzt euch mal, warum das neue Easy oder generell so ein Easy besser ist jetzt wie ein 0815 Kompaktrad von der Stange oder halt von woanders. Hi Leute, ich bin Lucia vom Fahrradgeschäft Konrad. Das ist der Tobias. Hi. Und heute zeigen wir euch ein neues 23er Easy in einer besonderen Farbe, und zwar Sunny Yellow. Genau, Sunny ist genau das richtige Stichwort. Es fängt nämlich gerade wieder wunderbar an zu regnen. Aber so ein kleines bisschen haben wir die Sonne noch eingefangen. Ja, es ist halt momentan sehr wechselhaft. April, ne? Macht das, was er will. Die Farbe aber sagt einfach, egal, wir machen weiter. Ja, was haben wir hier? Das Easy N38ZR. Genau, FL, Freilauf, ne? Genau, also was das Rad auszeichnet, ist, glaube ich, neben der Farbe. Klar, ist ein Easy, ist ein Kompaktrad. Wir haben schon viele vorgestellt, ihr kennt die. Aber die absolute Besonderheit ist, glaube ich, tatsächlich die Trekking-Schaltung, die Enviolo. Auch die habt ihr bei uns schon öfter gesehen. Aber gerade bei so einem Kompaktrad ist es doch ein absolutes Highlight, weil 380% Bandbreite, Carbonriemen und eine einfache Nabenschaltung stufenlos, das ist halt nach wie vor das absolute Highlight bei den Rädern. Ja, also für mich ist bei dem Rad halt das Highlight, dass es halt eine extrem krasse Farbe hat. Die Farbe ist matt, Sunny Yellow nennen sie das, matt gepulvert. Und vorher waren die Easys aus den letzten Jahren ja nass lackiert. Und hier finde ich das Besondere, matte Lacke sind normal eher so relativ dezent und meistens auch die dunkleren Farben. Und hier ist es halt so ein, ja ich weiß nicht, das ist schon sau auffällig, so strahlend. Ne? Also wir haben jetzt nicht die besten Lichtbedingungen gerade. Und wenn dann noch die Sonne drauf, und es strahlt trotzdem sehr hell, wenn jetzt noch die Sonne drauf scheinen würde, wäre es noch heller. Ne? Also es ist wirklich eine sehr impulsante Farbe, muss man mal gesehen haben, weil es halt nicht jetzt ein Effektlack ist, aber es ist halt ein Gelb, was super hell ist, obwohl es matt ist. Und das ist im Normalen eher bei den Glanzlacken so der Fall. Ne? Genau, also was bei dem Rad definitiv auch ein Thema sein wird, wir haben hier das Modelljahr 23, also unser aktuelles Modelljahr. Da hat sich so ein kleines bisschen was geändert und unter anderem halt auch der Preis. Wir sind jetzt bei knapp 4.600 Euro, also 4.599. Und da ist natürlich die Frage, die sofort kommt, wieso, wo finden wir denn so ein bisschen den Preisunterschied, was macht's aus? Ja, also bevor jetzt wieder zig Leute in die Kommentare reinschreiben, ah, oh, krass, ist das teuer? Ja, sind wir ja ähnlichen Meinung, sag ich mal. Es relativiert sich zwar ein bisschen nochmal durch die ganzen Komponenten, die hier verbessert worden sind. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht nur so das, was offensichtlich ist, wie das smarte System, sondern es sind die Details, die nochmal nachgearbeitet wurden. Ne? Also es wurde viel nochmal verbessert. Und darauf gehen wir jetzt nochmal ein. Ne? Also wir haben in erster Linie smartes System. Das heißt nicht mehr 500 oder 400 Akku, sondern 545 Wattstunden. Das heißt, das Ganze ist nochmal, man kriegt nochmal ein paar Kilometer mehr auf die Uhr. Ne? Genau, und was das smarte System auch ausmacht, kennt ihr vielleicht auch schon aus anderen Videos, ist eben, dass wir jetzt wirklich smart unterwegs sind, heißt Konnektivität ist massiv erhöht worden von Bosch. Wir haben jetzt die komplette Intelligenz vom System in der Remote. Das haben wir euch schon öfter erzählt. Bedeutet ganz praktisch, ihr könnt die Displays durchtauschen, wie ihr mögt. Ihr könnt einen Kiox verbauen, ihr könnt, wie es jetzt hier ist, ein einfaches, gut ablesbares Intuvia verbauen. Ihr könnt aber auch ein Smartphone-Crib installieren lassen. Und das ist nicht wie vorher, dass wir in der Werkstatt erstmal einen Motor rausnehmen müssen und das komplette Kabel neu legen müssen. Sondern es geht relativ Plug and Play. Natürlich werden wir in der Werkstatt schon ein paar Minuten auch trotzdem dran arbeiten müssen. Aber es lässt sich halt relativ schnell, also wirklich innerhalb von ja, unter einer Stunde so anpassen, wie ihr es gerne haben möchtet. Und ihr habt dann halt die Möglichkeit, euer System mit dem Handy zum Beispiel zu navigieren. Ihr habt eure Fitnessdaten immer zur Hand. Ist halt einfach ja, der nächste Schritt. Und auch dafür, dass es eben die neue Systemgeneration ist, bezahlt ihr eben so einen gewissen Aufpreis. Ne? Ja, wir haben noch ein paar wenige Modelle in vielleicht weniger schillernden Farben oder anderen Farben, wo ihr noch für knapp 500 Euro weniger noch ein Schnäppchen machen könnt, solange halt der Vorrat da ist. Ansonsten muss man halt sagen, ich kriege tatsächlich überall eine Ticke mehr. Es ist natürlich eine Stange Geld, aber wie man halt immer so schön sagt, man kriegt auch dafür wieder viel.
ihr habt es auch in anderen Bereichen im Leben, wo ihr, wenn ihr das Beste vom Besten halt holt, dass es dann teuer ist. Also guckt, vergleicht es einfach mal vielleicht mit dem MacBook, der ist auch ein bisschen teurer wie jetzt ein normaler Einstiegslaptop. Oder halt, wenn es jetzt bei Fitnessuhren also oder sonstigen Sachen sind. Das Easy ist momentan halt einfach Benchmark. Wir haben viele Kompakträder in den letzten Jahren ausprobiert und wir sind nicht ohne Grund bei Easy hängen geblieben, weil die sind halt von den Fahreigenschaften, von der Materialanmutung, von der Wertigkeit, der Haptik und allem, von der Qualität einfach momentan am höchsten. Ne? Ja, es ist definitiv ein Luxusprodukt, ja, das aber absolut alltagstauglich ist und sich eben auch super wertig anfühlt. Genau, und ich kann halt auch einfach nicht irgendwie jetzt anfangen, so ein kleines China-Kompaktrad vergleichen mit einem Easy. Das ist halt wie wenn ich einen Dacia mit einem Mercedes vergleiche. Das geht einfach nicht. Ne? So, und wir sagen jetzt euch mal, warum das neue Easy oder generell so ein Easy besser ist jetzt wie ein 0815 Kompaktrad von der Stange oder halt von woanders. Das fängt halt schon an, wie Tobi eingangs gesagt hat, mit der Schaltung. Ne? Enviolo, eine der höchsten und besten Nahrungsschaltungen, ne? Mit dem Carbon-Zahnriemen von Gates, also auch nochmal ein Markenprodukt. Ne? Dann haben wir hier die Pedale, wo ein ganz Stücke, also wirklich nochmal von der Qualität deutlich besser sind. Ne? Nicht nur von der Lagerung her, sondern die sind viel breiter. Problem bei anderen Klapppedalen ist, dass oft die, wenn du dann Druck drauf gibst, ne, dass die so ein bisschen seitlich so einen Ticken wegknicken. Ne? Das heißt, man fühlt sich so ein bisschen als Fahrer unsicher. Ist so ein bisschen nur, aber die Stabilität ist dann nicht mehr so gewährleistet. Und das Pedal ist deutlich breiter. Das heißt, auch Leute mit großen Füßen oder die einfach einen besseren Druckpunkt haben wollen, bessere Fläche, haben hier auch nochmal ein satteres Trittgefühl. Das ist nochmal schön hier mit einer, was ist das, so Sandpapier. Lack oder Beschichtung noch, dass man nicht so schnell abrutscht, auch bei Feuchtigkeit. Ne? Ja, so eine Asphaltoberfläche, wo ihr dann auch mit Straßenschuhen immer super Grip habt. Ja, genau. Und das Pedal ist echt Bombe. Also das kann man auch auf andere Fahrräder drauf machen, die nicht so ein gutes Pedal haben. Und das ist halt hier schon von Anfang an halt drin. Ne? Das ist halt eine coole Geschichte. Ja. Genau, und nächste Komponenten, die sofort ins Auge stechen, vor allem wenn man auf unserer Seite hier drüben steht, das ist die massive Bremsanlage. Wir haben Tektro 4 Kolben vorne wie hinten. Genau. Und das auch mit den richtig dicken 2-3er Tektro Scheiben. Die sind super langlebig, also die sind ne, richtig dick. Kannst du eigentlich ein Moped mitfahren. Und die Bremse, die beißt halt auch ordentlich zu. Genau, wenn jetzt viele fragen, ja 2,3, was auch immer, ne? was reden die da? Vorher waren die Scheiben halt ein bisschen dünner. 1,8 und das hat halt damit zu tun, wenn die Dicke von den Scheiben ne, dann dementsprechend halt dicker ist, dann fahren die sich nicht so schnell ab, weil die Bremsscheibe muss halt getauscht werden, wenn die hier irgendwann eine gewisse Dünne oder halt wenn das viel abgerieben wurde oder abgebremst wurde, muss man halt die Bremsscheibe irgendwann wechseln. Das und die klirrt natürlich nicht, ne? Weil sie nicht so hin und her schwingt wie jetzt eine dünnere Scheibe. Genau, diese ganzen Klirrgeräusche oder Quietschgeräusche hat man hier auch nicht mehr so. Motor, einer der besten Motoren überhaupt auf dem Markt. Bosch Performance Line der aktuellen Generation mit einem Update, dass wir jetzt nicht 65 Newtonmeter haben, sondern sogar 75. Das heißt, das ist die Power vom alten CX. Nur halt mit den Eigenschaften, dass ich hier nicht die Geräuschentwicklung habe vom CX und halt auch, dass der verbrauchsärmer ist. Ne? Und spätestens hier sind wir definitiv dann bei dem Punkt angelangt, wo wir wissen, wie der Preis sich zusammensetzt. Dann sind wir mal ganz ehrlich, das ist eigentlich schon ein bisschen übermotorisiert. Wir haben hier kein Mountainbike, wir haben kein Lastenrad, jedenfalls nicht so im engeren Sinne. Und haben halt trotzdem massiv starken Motor, der macht richtig Spaß. Also hier ist wirklich das Prinzip Ride it, love it, wie es auch schön auf dem Akku steht. Und dafür musst du halt dann ein bisschen mehr bezahlen, weil du eben diese brachiale Bosch Power drin hast. Abus Rahmenschloss ist jetzt auch mit dabei, war vorher aufpreispflichtig, liegen wir so bei 90 Euro, ist jetzt hier dabei, muss man auch immer mitkalkulieren. Wenn ich dann noch die Pedale hole mit 60 Euro, sind wir schon bei 150 Euro. Akku 10% hier auch höher, das heißt ein Akku, ja was liegen wir bei dem Akku, 600, 700 Euro normalerweise, wenn es ja, ein bisschen mehr. Wenn es ein 500er ist. Das heißt, wenn wir dabei, was ist es? Also ich glaube aktuell 860 Euro, nagelt mich nicht fest. 500er? Oder 545, ja. Gut, das heißt, das sind auch nochmal 100 paar zerquetschte 200 Euro mehr, wo so dieser neuere Akku kostet. Das heißt, wenn ihr diese Komponenten 90, 60, 150, 200 Euro zusammenzählt, dann kommt ihr auch auf diese Preiserhöhung zustande. Weil wir haben jetzt auch nochmal hier vorne nochmal eine Verbesserung, dass wir die neuen GP
Einsgriffe haben. Das heißt, die haben hier die Wölbung so ein bisschen höher. Das ist wie so, ja, es fühlt sich nochmal ein bisschen wertiger an von der Haptik. Das heißt, stellt euch einfach so vor, manche von euch kennen vielleicht die Birkenstock-Schuhe, die so ein Fußbett haben. Die sind noch mal ein bisschen gewölbter, fühlt sich noch mal angenehmer an, ist noch mal ein bisschen mehr Grip und stabiler. Man hat einfach ein angenehmeres Fühlen, muss man einfach mal angefasst haben. Ne? Die Frage kam öfter auf, Kompaktrad, was für eine Laufradgröße haben wir? Das sind 20 Zoll Laufräder. Hier haben wir die Pickup-Bereifung, das heißt, die sind eigentlich so ja, für ein Lastenrad ausgelegt. 60 mm, ordentlich dick. 125 Kilo Tragkraft pro Reifen, also das ist richtig massiv. Das ist auch neu. Vorher waren die Easys bei 140 Kilo Systemgewicht overall mit dem Rad selber. Ne? Jetzt sind wir bei 150. Auch nochmal einen Ticken besser. Ne? Ja, da kannst du nicht nur das Rad ins Wohnmobil packen, da kannst du schon fast das Wohnmobil mitziehen. Ne? Ja, zwei Easys könnte man mal ausprobieren. Ne? Sattel, der Secure-Sattel nochmal, den es seit 2022 gibt, ist jetzt in der Komfortversion drauf. Das heißt, vorher war ja ein M drauf auf einem normalen Easy ohne Komfortversion. Jetzt ist der L-Sattel drauf. Dementsprechend bei einem Komfortmodell mit der Sattelstütze und dem geköpfteren Lenker ist jetzt auch nicht mehr der L-Sattel, sondern der XL drauf. Ne? Ja. Ja, ich glaube, wir sind jetzt so in die Highlines sind wir schon ein bisschen durchgegangen. Wir könnten jetzt noch 10 Minuten weiter von dem Rad schwärmen, aber schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare. Wie sieht es aus mit so einem Luxus-Kompaktrad? Ist es was Spannendes oder sind wir da so ein bisschen übers Ziel hinaus? Ja, zu guter Letzt kann ich einfach nur noch sagen, Hammerfarbe, muss man mal echt gesehen, in echt gesehen haben. Licht bleibt beim gleichen, vorne stark, vorne hinten wie vorne stark, vorne Fernlicht. Ja, dann würde ich sagen, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Farbe oder von diesem, wie Tobi schon gesagt hat, von dem Luxus-Kompakträdern, was ihr davon haltet. Außer dass natürlich das eine relativ kostspielige Angelegenheit ist, sind. Und dann würde ich sagen, ja. Letzter Punkt noch. Ich habe das Ding gesehen und habe mir gedacht, Skinwool-Reifen, braun, brauner Sattel, braune Griffe. Ja. Müsste richtig gut aussehen. Sollen wir das mal machen? Ja, weil dann sieht das so ein bisschen aus wie das Jungle von letztem Jahr. Nur halt nicht in diesem grünen, dunkelgrünen Matt, sondern in diesem Gelb. Also wir spielen schon mit der Idee, dass wir das einfach mal nochmal so von dem Optischen noch krasser machen. Könnte riskant sein, aber könnte auch riskant cool sein. Ne? Von daher, ja, tippt mal ein, was ihr denkt dazu. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.